Gefängnisplanet Erde. Ein Buch von Peter Freiherr von Liechtenstein. Über die kollektive Amnesie der Geschichte und der Weg aus der Matrix. Ohne Erinnerung an unseren Ursprung schwindet unsere Identität und Bedeutung des Lebens. Höre und glaube oder glaube nicht, aber höre und die enthaltene Schwingung wird eine Antwort in deiner Seele erwecken. Wo sind die Riesen hin? In meinem letzten Buch, Wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, berichtete ich von unzähligen belegten Funden von Skeletten von Riesen. Ebenso von vielen Mythologien und Überlieferungen. Riesen scheinen in kleinerer Form aber tatsächlich noch bis in das 19. Jahrhundert existiert zu haben. Wie man diese ausgerottet hat, ist mir bisher noch nicht bekannt. Es wäre sogar durchaus denkbar, dass diese in grauer Vorzeit noch wesentlich größer gewesen sind. 1912 berichtete die New York Times über die Entdeckung von 18 der größten menschlichen Skelette der Welt bei Ausgrabungen in der Nähe des Lake Delavan in Wisconsin. Ihre Höhen lagen zwischen 2,31 Meter bis 3,04 Meter. Sie hatten aber auch eine doppelte Zahnreihe und 6 Finger sowie 6 Zehen. Das erinnert mich an die Berichte von Uga Mongulala aus der Sage um Akakor, Lost City oder auch Golden City und El Dorado genannt, bei der von Urvätern mit jeweils 6 Fingern und Zehen gesprochen wurde. Karl Brugger, der diese Sage zu Papier brachte, wurde kurz darauf auf offener Straße in Rio de Janeiro erschossen. Die Sage um Akakor war die Grundlage des Hollywood-Streifens von Indiana Jones und den Kristallschädeln. Nach mehreren Versuchen, dieses Volk zu vernichten, hatten die Nationalsozialisten den Uga Mongulalas ihren Schutz im Austausch gegen Wissen über Akakor angeboten und vereinbart. In meinem letzten Buch, Wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, habe ich darüber ausführlicher berichtet. Beim Stamm der Hurorani in Ecuador kommt es öfter vor, dass Menschen mit 6 Fingern und 6 Zehen geboren werden. Wissenschaftler haben bestätigt, dass diese Abnormalität häufiger bei südamerikanischen Männern vorkommt. In der Bibel wird ebenso von Riesen mit 6 Fingern und 6 Zehen berichtet. Siehe 2. Buch Samuel 21,20. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gott. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen. Das ist 24 an der Zahl. Und er war auch geboren, dem Rapha. Im amerikanischen Newspaper Rockstate Memorial in Utah gibt es eine Ansammlung von Petroglyphen von den Navajos, die über 2000 Jahre hinweg erschaffen wurden. Die Einheimischen nennen den Stein Zehun, was Stein, der eine Geschichte erzählt, bedeutet. Unter den 650 Motiven befinden sich Darstellungen von 6 Zehen und 6 Finger. Manche Fußabdrücke scheinen menschlich zu sein, andere wiederum nicht. Im Pueblo Bonito in New Mexico fand man Fußabdrücke mit 6 Zehen und 6 Fingern. In der Maya-Kultur sah man Menschen mit dieser Abnormität als Träger göttlicher Kräfte. Diese Sichtweise gab es in vielen Völkern Mittel- und Südamerikas. Vor der Longmen-Höhle in China befinden sich Buddha-Statuen, von denen eine 6 Finger und 6 Zehen besitzt. Thor Heyerdahl berichtete 1956 auf seiner Reise von den Moais der Osterinseln, dass einige von ihnen 6 Finger und 6 Zehen hätten. In einem Tempel in Esna, Ägypten, wurden androgyne Wesen mit 6 Fingern und 6 Zehen abgebildet. Auch in der Geheimbundliteratur, in mündlichen Überlieferungen und in religiösen Dokumenten wird die Existenz von Giganten bezeugt. Während der Zerstörung von Atlantis, über viele Jahre der Entfaltung, wanderten Menschen, vermutlich einschließlich Riesen, nach Europa, Afrika und Amerika. Edgar Cayce erklärte, dass es in Atlantis 10 oder 12 Fuß große Riesen gab. Es gab dort dominierende Rassen, aber jede Rasse hatte alle Größen. Cayce bemerkte auch, dass es in Atlantis rothaarige Riesen gab. Diese könnten auch in andere Gebiete gewandert sein. Die Lyraner, die laut Cayce 6 bis 9 Fuß groß waren, hatten ebenfalls rotes Haar. Das Männchen und das Weibchen waren beide Giganten.
Ich erinnere auch hier meine Leser an das letzte Buch, wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, wo ich von einem Indianerstamm in Nordamerika schreibe, welcher große Probleme mit rothaarigen Riesen hatte. Verbinden Sie auch gerade Punkte mit mir? In der Dezemberausgabe des Strand Magazine wurde ein versteinerter Riese abgebildet, der im Londoner Eisenbahndepot fotografiert wurde. Dieser Fund stammte aus einer Eisenerzmine der irischen Stadt Antrim. Der versteinerte Riese besaß eine Größe von 3,71 Meter und hatte 6 Zehen an seinem rechten Fuß. Der Fund wurde in Dublin, Liverpool und Manchester ausgestellt, bevor er nach London gebracht wurde und danach endgültig verschwand. Interessant erscheint mir die Tatsache, dass wir unsere Minute in 60 Sekunden teilen, also durch 12 teilbar. Wir zählen unseren Tag in 2x12 Stunden und haben 12 Monate. Wir sprechen von den 12 Jüngern, den 12 Tierkreiszeichen, den 12 Geschworenen, den 12 Stämmen Israels, den 12 Asen, den 12 Rittern an der Tafelrunde und unser Atemzyklus beträgt zwischen 12 und 18 die Minute. Naja, und dann finden wir menschliche Skelette mit 12 Fingern und 12 Zehen. Hängt dieses heilige Maß damit in Verbindung? Verehrte man deshalb Menschen und Riesen mit 12 Fingern und Zehen? Machen unsere Maßsysteme mehr Sinn, wenn wir an 6 Fingern und Zehen abzählen könnten? Das Thai-Wort für Inch bedeutet Finger, bei dem 12 Inches genau einen Fuß, also Fuß, ergeben. Die Zahl 6 steht in vielen Kulturen für den Weg, den Seelenweg, unseren Weg. Vielleicht hat man deshalb diese Zahl seitens der dunklen Mächte okkupiert? 3, 6 und 9 sind durchweg heilige Zahlen. Verdoppelt man die Zahl 6, männlich und weiblich, erhalten wir immer die 12. Warum sollten wir von diesem derzeit auf der Erde existierenden System des Diabolischen erwarten, dass es uns die Wahrheit einschenkt? Dieses System lebt von der Täuschung, der Spaltung und Verdrehung von wahrer Wahrheit. Immerhin bedeutet Dia unmissverständlich Spaltung. Und Satan kommt aus dem Aramäischen mit der Übersetzung Abwesenheit des Göttlichen. Was glauben Sie, wenn die ganzen Überlieferungen über Riesen mit 6 Fingern und Zehen aus dem Alten Testament Realität werden würden, da sämtliche Artefakte nicht mehr im Nichts verschwinden, sondern ausgestellt werden würden? Wir kämen der Wahrheit ein großes Stück näher. Die Evolutionstheorie wäre obsolet und die gesamte Geschichte der Menschheit müsste einer Revision unterzogen werden. Würden Sie Ihre Leichen im Keller, die Sie natürlich nicht haben, freiwillig den Behörden oder der Öffentlichkeit zugänglich machen? In Australien fand man ein riesiges menschliches Skelett von 5,30 Meter Größe. Professor Hans Zimmer von der Universität in Adelaide sagte, er habe nun mehr Fragen als Antworten. Der katholische Priester Carlos Vaca aus Ecuador hütete jahrzehntelang die Überreste eines menschlichen Skeletts von etwa 7 Meter Größe. Er fand es in der Nähe von Chancaimina in Ecuador. Eigenartigerweise bedeutet dieses Wort übersetzt so viel wie Friedhof der Götter. Es wurden in dieser Region viele weitere und ähnliche Funde gemacht. Das Skelett von Maximus Thrax, dem römischen Kaiser von 235 bis 238 nach Christi, soll 2,60 Meter groß sein. Goliath war laut 1. Buch Samuel 17,4 rund 2,80 Meter groß. König Og von Siam schätzungsweise 3,50 Meter, so laut 5. Buch Moses 3,11. Sein Bett war sage und schreibe 4,20 Meter lang. Im Museum von Crossbyton in Texas wurde ein Oberschenkelknochen eines Menschen mit einer Größe von 1,20 Meter ausgestellt. Das würde einem Körpermaß von ca. 4,20 Meter bis 4,80 Meter entsprechen. Dieser Fund soll in einem Grab gemacht worden sein. Wenn es ein Grab ist, wäre die Frage zu stellen, wo die restlichen Knochen hin sind und wo man nur einen Oberschenkelknochen veröffentlichte. Überlieferungen über Riesen gibt es in fast jeder Kultur der Erde. Das kann kein Zufall sein. Gehen wir weiter mit einigen Funden in Lovelock, Nevada. In dieser Höhle, 122 Kilometer nordöstlich von Reno, fanden Bergarbeiter beim Abbau von Guano mumifizierte Überreste von zwei mysteriösen rothaarigen Menschen, die eine 2 Meter, die andere Mumie über 2,50 Meter groß.
Das kann von den Legenden der ortsansässigen Paiute-Indianer bestätigt werden, denn diese berichten in ihren Überlieferungen von einem bösartigen Volk rothaariger Riesen, welche ihre Gegner aßen. Die Indianer hatten es jedoch geschafft, diesen Stamm der rothaarigen Riesen in der Lovelock-Höhle einzusperren, die Höhle mit Holz zu versiegeln und das Holz anzuzünden, um die Riesen auszuräuchern. Viele Knochenfunde wurden von den Bergarbeitern unwillentlich weggeworfen. Ein großer Teil wurde geborgen und in ein Lagerhaus gebracht, das unter ungeklärten Umständen abbrannte. Ein über ein Fuß großer Schädel wurde mit einigen dazugehörigen Knochen und Artefakten im Humboldt County Museum in Winnemucca in Nevada verwahrt. Andere Artefakte sind im Besitz des Nevada State Historical Museum in Reno. Laut Berichten wurden 1912 zwei Archäologen zum Ort des Geschehens geschickt, um die Funde zu untersuchen. Der eine war von der University of California und der andere aus New York. Statt Fakten zu liefern, wurde über 17 Jahre über diese Anomalien nicht geschrieben. Von mindestens einem der Funde weiß man, dass der New Yorker Archäologe bei einer ausgegrabenen Mumie anordnete, diese sofort wieder zu beerdigen. Die einheimischen Paiute-Indianer nannten diese Riesen CTK. Man könnte diesen Fall als ein weiteres Märchen abstempeln. Was jedoch dagegen spricht, ist, dass die Berichte und Forschungen sich nicht auf einen einzigen Zeugen beziehen. Es wurden 1931 weitere Mumien im Bett des Humboldtsees entdeckt. 1939 wurde eine weitere auf einer Ranch in der gleichen Gegend ausgegraben. In allen Fällen waren die Mumien rothaarig und ungewöhnlich groß. Spannend ist auch ein Fall aus dem Jahr 1877 in Eureka, Nevada. Über diese Entdeckung heißt es im Originaltext: Schürfer fanden einen menschlichen Beinknochen und eine Kniescheibe, die aus solidem Felsgestein herausragten. Doktoren examinierten die Überreste und fanden heraus, dass sie zu einem menschlichen Wesen gehörten, und zwar zu einem von über 12 Fuß gleich 3,66 Meter Größe. Das Gestein, in dem die Knochen gefunden wurden, wurde geologisch auf die jurassische Periode datiert, die mehr als 185 Millionen Jahre her ist. 1931 und 1936 wurde von weiteren Funden in Nevada berichtet. Die meisten Funde gelten jedoch als verschollen. Über einen Fund einer über 3 Meter großen Mumie berichtete im Januar 1904 die Zeitschrift The Evening News in San Jose, Kalifornien. Hier der übersetzte Text: Arbeiter, die hier mit dem Ausgraben von Kies beschäftigt sind, haben in einer Tiefe von 12 Fuß gleich 3,66 Meter eine Menge Knochen bloßgelegt, die einst Teile des Skeletts eines gigantischen menschlichen Wesens waren. Joseph Rugon, der die Arbeit leitete, untersuchte die Knochen und entschied sofort, dass sie zu einem Mann oder einer Frau gehörten. Sie wurden zu Dr. Samuels gebracht, der sie sorgfältig examinierte und sie für diejenigen eines Mannes erklärte, der eine Größe von annähernd 11 Fuß bzw. 3,35 Meter gehabt haben muss. Die Mittelhandknochen messen 4,5 Inches gleich 11,43 cm in der Länge und sind groß in ihren Proportionen. Ein Teil der Ulna gleich Elle wurde gefunden, die in vollständigem Zustand zwischen 17 und 18 Inches gleich 43 und 46 Zentimeter in der Länge messen würde. Nach dem restlichen Teil des Skeletts wird gesucht. In der Bibel, 5. Buch Moses, Deuteronomio 3,11, finden wir folgenden Text: Denn allein der König Og von Basan war noch übrig von den Riesen. Siehe, sein eisernes Bett ist zu Rabba, der Kinder Ammon, 9 Ellen lang und 4 Ellen breit nach des Mannes Ellenbogen. 9 Ellen entsprechen ca. 4 Meter Länge und 4 Ellen entsprechen 2 Meter Breite. Bei Samuel 17, 4-7 finden wir folgenden Text: Aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz, und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und ein ehernes Sichelschwert auf seinen Schultern.
und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Schekel, und sein Schildträger ging vor ihm her. Seine Größe entspricht ca. 3 Meter, sein Brustpanzer wog 55 Kilo, seine Eisenspitze wog 7 Kilo. Wer die Philister waren, wurde bereits in meinem Buch »Wenn das unsere Ahnen wüssten« offenbart. Moderne DNA-Analysen aus Philistergräbern bestätigen ihre Herkunft aus Westeuropa. Man grub eine große Tempelanlage im ehemaligen Hethiterreich, 70 Kilometer entfernt vom heutigen Aleppo, genannt Tell Ein Dara, aus, von dem viele Wissenschaftler davon ausgehen, dass es sich entweder um den Tempel Salomons selbst oder um eine Kopie davon handeln könnte. Im Eingangsbereich des Tempels befinden sich Fußabdrücke, nach deren Berechnung diese von einem Wesen mit 7 Meter Größe sein mussten. Vom Altar des Tempels Tell Ein Dara berichtet man, dass der Altar 5x5 Meter Größe besaß. Die Fußabdrücke sollen zu der Gottheit gehört haben, die im Inneren wohnte. Leider wurde die Tempelanlage von Extremisten im Januar 2018 fast vollständig zerstört. Vielleicht ist Ihnen der Begriff The Greatest Show on Earth schon einmal begegnet. Verfilmt wurde die Geschichte des Zirkus Barnum in Hollywood mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Sämtliche Charaktere, die Sie hier auf dem Bild sehen, wurden auch im Film verkörpert. Warum die Riesen nicht? Würde man hier auf etwas aufmerksam machen, von dem man nicht will, dass sich die Öffentlichkeit zu sehr damit beschäftigen könnte? In Ecuador fand man ebenso nach einem Sturm einen Schädel einer Frau, die schätzungsweise vor 600 Jahren begraben wurde. Nach weiterer Grabung fand man das komplette Skelett und stellte eine Größe von 2,24 Meter fest. Die damalige Durchschnittsgröße einer Frau betrug gerade einmal 1,50 Meter. Danach stieß man auf 5 weitere Skelette der gleichen Größe. Das ist aber nichts zu dem Fund des 10.000 Jahre alten Skeletts von 7 Meter Größe. Im Death Valley Nationalpark in den USA verzeichnete man ebenso ungewöhnliche Funde. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts stieß Bruce Russell auf ein unterirdisches Höhlensystem von sage und schreibe 460 Quadratkilometer. In einer dort gefundenen Halle befanden sich unendlich viele Felsritzungen und ausgeschmückte Gemälde mit Figuren und Spiralen. Des Weiteren fand man mehrere Skelette mit einer Größe von 2,70 Meter. Die mumifizierten Überreste wurden auf rund 70.000 Jahre datiert. 1871 fand man mehrere Überreste von Skeletten mit einer sagenhaften Größe von 2,70 Meter auf einem alten indianischen Friedhof. Es gibt Formen einer Krankheit, welche sich Riesenwuchs, Gigantismus oder Hypersomie nennt. Diese tritt jedoch im Durchschnitt nur bei 1 bis 2 Personen unter 1 Million Menschen auf, ist also sehr selten. Dies erklärt jedoch keinesfalls ein kumuliertes Auftreten von Riesen und auch keine Größen zwischen 3 bis 7 Metern. Denken wir weiterhin daran, dass es keine Kultur auf Erden gibt oder gab, die keine Mythologien über Riesen pflegte. Poseidon gilt auch als der Herr der Schmiede der Zyklopen. Ebenso werden in diesem Buch die alten Sumerer zu Rate gezogen. Diese berichten darüber, wie die Menschheit nach ihrer Vorstellung erschaffen wurde. Dazu aber mehr zu gegebener Seite etwas später. Auch hier wird von Riesen gesprochen, genau wie auch in den Texten unserer bekannten Bibel. Weitere Stellen aus Bibeltexten über Riesen finden wir im ersten Buch Moses 14,5. Darum kam Kedor Laomor und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Riesen zu Astaroth Karnaim und die Susim zu Ham und die Emim in dem Felde Kiriathaim. Und im 5. Buch Mose 1,28. Wohin sollen wir denn ziehen? Unsere Brüder haben uns allen Mut genommen, denn sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, große Städte mit Mauern bis an den Himmel und sogar Anakita haben wir dort gesehen. Im 5. Buch Mose 3,11. König Og war der Letzte vom Geschlecht der Rephaiter. Sein eisernes Bett steht ja noch in Rabba, der Hauptstadt von Ammon. Es ist 4,5 Meter lang und 2 Meter breit. Im 1. Buch Mose 6,4. Damals lebten die Riesen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten. Das wurden die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. In Joshua 11,21.
Damals vernichtete Josua auch die Anakiter, die im Gebirge in Hebron, Debir und Anab wohnten und in allen anderen Städten im Gebirge Juda und Israel. Josua vollstreckte den Bann an ihnen. Im vierten Buch Moses 13,32: Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anaks, die Riesen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor, und so haben sie auch uns angesehen. In Amos 2,9-10: Dabei hatte ich doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, der groß wie eine Zeder war und stark wie eine Eiche. Oben rottete ich seine Früchte aus und unten seine Wurzeln. Ich bin es auch gewesen, der euch aus Ägypten herbrachte, der euch 40 Jahre in der Wüste führte, damit ihr das Land des Amoriters in euren Besitz nehmen konntet. Im ersten Buch Mose 6,1-4: Als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sagte Jahwe: Mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren. Damals lebten die Riesen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten. Das wurden die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. In der ersten Chronik 20,4-8: Danach kam es bei Geser zum Kampf mit den Philistern. Damals tötete Sibbekai aus Huscha den Sippai, der zu den Nachkommen des Rapha gehörte, und die Philister wurden in die Knie gezwungen. Bei einem weiteren Kampf erschlug Elhanan ben Jair den Bruder Goliaths aus Gad, dessen Speer so dick wie ein Weberbaum war. Wieder kam es zum Kampf bei Gad. Da trat ein besonders großer Mann hervor, der an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen hatte, insgesamt also 24. Auch er war ein Nachkomme Raphas. Er verhöhnte Israel. Da erschlug ihn Jonathan ben Shima, der Neffe Davids. Diese 4 waren Nachkommen von Rapha in Gad und wurden von David und seinen Männern erschlagen. Im 2. Samuel 21,15-22: Wieder einmal kam es für Israel zu einer Schlacht mit den Philistern. David zog ihnen mit seinem Heer entgegen und kämpfte gegen sie. Als er vom Kampf ermüdet war, griff ihn Jibschi Benob an und wollte ihn erschlagen. Allein das Gewicht seiner Lanzenspitze aus Bronze betrug 3,5 Kilogramm und er trug eine neue Rüstung. Doch Abishai ben Zeruja kam David zu Hilfe und erschlug den Philister. Damals beschworen Davids Männer den König: Du darfst nicht wieder mit uns in den Kampf ziehen, denn wenn wir dich verlieren, erlischt die Leuchte Israels. Später kam es bei Gob wieder zum Kampf mit den Philistern. Damals erschlug Sibbekai aus Huscha den Saf, der zu den Nachkommen des Rapha gehörte. Bei einem weiteren Kampf in Gob erschlug der Weber Elhanan ben Jair aus Bethlehem den Philister Goliath aus Gad, dessen Speer so dick wie ein Weberbaum war. Wieder kam es zum Kampf bei Gad. Da trat ein streitsüchtiger Mann hervor, der an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen hatte, insgesamt also 24. Auch er war ein Nachkomme Raphas. Er verhöhnte Israel. Da erschlug ihn Jonathan ben Shima, der Neffe Davids. Diese 4 waren Nachkommen von Rapha in Gad und wurden von David und seinen Männern erschlagen. Zu den früher christlichen Schriftstellern, die die Ansicht von Riesen vertraten, gehörten Ambrosius, Cassianus und Theodoret. Wir finden genügend Hinweise im Alten Testament, die darauf hindeuten. Über die Rephaim und die mit ihnen verbündeten Stämme, die Anakim, die Emim und die Zuzim, wird solches berichtet. König Og war einer der letzten Vertreter des Riesengeschlechts der Rephaim. Og hegte einen Hass auf Noah, den er immer versucht hatte zu töten, doch Noah konnte sich immer wieder in Sicherheit bringen. Vor Wut riss sich der Riese Og seine Barthaare aus und warf diese zu Boden. Daraus erwuchs ein ganzer Zedernwald, aus dem Noah das Holz für die Arche schlug. Über den Westeuropäer, den Philister Goliath, wird berichtet, er habe weitere 3 Brüder gehabt, welche so groß waren wie er, jedoch sind nur 3 Namen bekannt: Goliath, Saph und Lami.
Der vierte Bruder soll an jeder Hand 6 Finger und an jedem Fuß 6 Zehen gehabt haben. Der gelehrte Herodot berichtete, dass das Orakel im Krieg der Lakedonier gegen die Tegeiern zu ersteren sprach, dass sie die Gebeine von Orestes, dem Sohn des Agamemnon, nach Sparta zurückbringen sollen, um ihren Sieg zu sichern. Lysias ging nach Tegea und beschaffte die Gebeine, welche in einem Sarg von 7 Ellen gelegen haben sollen. Plinius der Ältere berichtete von einem Riesen namens Gabara, der zur Zeit des Claudius, der 41 bis 54 nach Christi regierte, aus Arabien gebracht wurde und eine Höhe von 9 Fuß gemessen haben soll. Auch Kaiser Maximus selbst soll über 8 Fuß hoch gewesen sein. Der byzantinische Kaiser Andronicus Komnenus, 118 nach Christi bis 185 nach Christi, soll 10 Fuß hoch gewesen sein. Eine Elle entspricht 0,6384 Meter und ein Fuß ist gleich 30,48 Zentimeter. Platon und Plinius berichten beide von einem Riesen namens Orion, der auf einem Berg in Kreta gefunden worden sein soll. Er soll 46 Ellen bzw. 69 Fuß lang gewesen sein, was über 20 Meter gewesen wären. Im 14. Jahrhundert gab der gelehrte Boccaccio der Nachwelt einen Bericht über einen Riesenfund, dessen Text ich Ihnen im Original zum Besten geben möchte. Es ist keineswegs eine Fiktion, dass es Riesen gegeben hat, das heißt Menschen, die andere an Gestalt oder Statur übertreffen. Im Gegenteil, es ist erwiesen, dass sie wahr sind und ein zufälliges Ereignis in der Stadt Trepanum auf Sizilien in unseren Tagen hat dies deutlich gezeigt. Als einige Bauern am Fuße der Berge, die Trepanum überragen, nicht weit von der Stadt entfernt, Fundamente für den Bau eines Schafstalls aushoben, stießen sie auf den Eingang einer Höhle, in die sie mit glühenden Fackeln eindrangen, um zu sehen, was sich darin befand. Sie fanden eine Höhle von großer Höhe und Größe, und als sie bis zum Ende gegenüber dem Eingang gingen, sahen sie dort einen Mann von gewaltiger Größe sitzen, worauf sie vor Schreck die Flucht ergriffen und aus der Höhle liefen. Die Bürger, die nicht sehen wollten, was das für ein böses Ding war, zündeten Wachsfackeln an und gingen, nachdem sie sich angezogen hatten, in Scharen aus der Stadt, wie gegen ein Unglück. Mehr als 300 von ihnen gingen in die Höhle. In der Mitte sahen sie nicht weniger als das, was die Clowns berichtet hatten. Nachdem sie herausgefunden hatten, dass der Mann nicht lebte, gaben die Vordersten bekannt, dass er auf einem Sitz saß und sich mit der linken Hand auf einen Stab stützte, der so groß und hoch war, dass er den Mast des größten Schiffes überragen würde. Auch der Mann war von einer unsichtbaren und unerhörten Größe, an keiner Stelle verfallen oder gebrochen. Als einer von ihnen seine Hand ausstreckte und den stehenden Mast berührte, fiel der Stab aus dem Blickfeld und löste sich in Staub auf. Und sie sahen einen anderen Stab aus Blei, der von seiner Hülle befreit war und sogar bis zur Hand desjenigen reichte, der ihn hielt. Und als sie ihn aufmerksam betrachteten, entdeckten sie, dass das Blei in den Stab eingezogen worden war, um sein Gewicht zu erhöhen. Diejenigen, die ihn später gewogen sahen, behaupteten, dass das Blei das Gewicht von 15 trepanischen Kantarii hatte, von denen jedes das Gewicht von 100 gewöhnlichen Pfund hat. Schließlich löste sich die Gestalt des Mannes, der auf diese Weise berührt wurde, auf und zerfiel fast ganz zu Staub. Was, wie auch Aristoteles wusste, mit den Toten geschieht. Denn er sagte irgendwo, die Körper der alten Toten, die in den Gräbern plötzlich zu Asche werden, haben ihre ganze Substanz verloren und behalten nur ihre Form. Als einige mit ihren Händen den Staub des toten Körpers von Trepanum ertasteten, fanden sie 3 Zähne, die noch fest waren, von monströser Größe, mit dem Gewicht von 3 Rotutitroiat, das heißt von 100 gewöhnlichen Unzen. Die Einwohner von Trepanum banden sie als Zeugnis des entdeckten Riesen und als ewiges Andenken an die Nachwelt mit einem eisernen Band zusammen und hängten sie in einer bestimmten Kirche der Stadt auf, die zu Ehren der verkündeten Jungfrau gegründet und mit ihrem Titel beschriftet wurde. Später fand man den vorderen Teil des Schädels, der noch gesund war und die Kapazität von vielen Knöcheln hatte. Auch den Knochen eines der beiden Beine, aus dem, obwohl er wegen seines hohen Alters teilweise zerfallen war, von denen, die den ganzen Menschen durch Messung des kleinsten Knochens kannten, errechnet wurde, dass er wahrscheinlich 200 Ellen oder mehr groß war.
Einige der Weisen vermuteten, dass es sich um Eryx handelte, den Sohn von Butes, dem mächtigsten König des Ortes, und von Venus, der in diesem Berg begraben wurde. Aber andere denken, es könnte der Zyklop Polyphemus gewesen sein. Olaus Magnus berichtete in seiner Geschichte der nördlichen Völker von der Leiche eines Mädchens, das in Purpur gekleidet gefunden wurde. Diese soll eine Größe von 50 Ellen besessen haben. Sein Bruder Johannes Magnus, der Erzbischof von Helsinki, appellierte das Volk an die Glaubwürdigkeit dieser Beobachtung. Der gelehrte Dr. Thomas Molyneux erzählte 1684 in einem Vortrag an der Philosophical Society of London, dass er im Besitz eines menschlichen Os Frontalis ist, der im Museum der Medizinschule in Leiden aufbewahrt wurde. Der Mensch dazu muss eine Größe von 11 bis 12 Fuß oder 4 Meter besessen haben. Ich stieß bei meinen Recherchen auf die Webseite von Jason Colavito, der sich die Mühe gemacht hatte, sämtliche Zeitungsberichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu sammeln und zusammenzufassen. Die Fülle der Berichte aus Zeitungsartikeln der amerikanischen Presse ist schier unendlich. Spätestens seit die Darwin'sche Theorie in Stein gemeißelt wurde, verschwinden die Berichte wie von Geisterhand. Vor dem US Supreme Court gab es eine Verhandlung, bei der mehrere ehemalige Mitarbeiter des Smithsonian Institutes zugaben, mit der Vernichtung von zehntausenden Skeletten vieler Riesen beauftragt worden zu sein. Auf einer Titelseite der Phoenix-Gazette wurde am 5. April 1909 ein Bericht veröffentlicht, bei dem ein altes ägyptisches Gewölbe im Grand Canyon von S.A. Jordan entdeckt wurde. Diese Expedition wurde vom Smithsonian Institute geleitet. Das Smithsonian selbst verleugnete eine solche Grabung und äußerte, dass es diese niemals gegeben habe. Rund um den 49 Creek und den Trinity Creek gibt es Gebiete mit den Namen wie Turm von Seth, Turm von Ra, Horus-Tempel, Osiris-Tempel und Isis-Tempel. Im Gebiet des Haunted Canyon treffen wir auf Namen wie Cheops-Pyramide, Buddha-Kreuzgang, Buddha-Tempel, Manu-Tempel und Shiva-Tempel. Hier lassen also Götter und Sendboten Gottes aus Ägypten, Indien und Europa grüßen. Diese soeben benannten Gebiete sind bis heute für Wanderer und Forscher eine verbotene Zone. Im Museum von Lima befindet sich noch heute das Haupt eines Führers der Inka in Peru, dessen Kopf etwa doppelt so groß wie der eines modernen Menschen ist und dessen Größe um die 3 Meter betragen haben muss. Für mich stellt sich nicht mehr die Frage, ob es Riesen gegeben hat, sondern lediglich, ob die Angaben dieser Riesen zum Teil etwas übertrieben waren. Die Hülle und Fülle der Berichte sind kaum noch zu leugnen. Die Überlieferungen sämtlicher Kulturen sprechen eine ähnliche Sprache in dieser Hinsicht. In der germanischen Mythologie wohnen die Riesen in Jötunheim, Utgard, was mit Außenwelt übersetzt werden könnte. Die Riesen verkörpern die Urkräfte Feuer, Eis, Wasser und Stein. Die Riesen existieren dort von Anbeginn der Zeit und gelten entgegen manch anderer Mythologie als Weise. Mimir ist zum Beispiel der Riese der Weisheit. Wir finden die Riesen der germanischen Götterwelt auch in der Götterdämmerung von Wagner wieder, wo die Thursen, die Riesen, gegen die von Udin geführten Götter in den Krieg ziehen. Am Ende endet der Kampf der Naturkräfte gegen die Geistwesen in der gegenseitigen Vernichtung. Das könnte eine symbolische Anspielung darauf sein, dass wir angehalten sind, uns in Einklang mit den Schöpferkräften und der Naturgesetze zu verhalten. Wenn wir gegen die Natur und auch unsere eigene Natur sowie die hermetischen Gesetze agieren, erzeugt es kein gutes Ende. Selbst Tacitus berichtet in seiner Germania von Riesen, Mischvölkern zwischen Riesen und Menschen. Dabei hebt er im Besonderen die Helusier und die Oxionen hervor. Einmal soll der Eisriese Trüm Thor seinen Hammer Mjölnir entwendet haben. Als Gegenleistung zur Herausgabe forderte er die Ehe mit Freya. Thor willigte ein, wandte aber einen Trick an. Er verkleidete sich als Freya, begleitete Trüm zum Altar, bis ihm sein Hammer in den Schoß gelegt wurde. Anschließend erschlug er in seinem Zorn fast alle Riesen in der Halle. Dieses gewaltige Ereignis soll man unter den Menschen auf der Erde als gewaltigen Gewittersturm wahrgenommen haben. Ab dem Mittelalter hatte man die Riesen zu dümmlicheren Wesen degradiert und sie dienten nur als Schwertfutter für andere Helden.
Der Sage nach soll Kaiser Maximilian von 1459 bis 1519 den letzten Riesen auf Erden in Worms getötet haben. Kommen wir noch einmal kurz auf die Sage um David und Goliath zu sprechen. Goliath war ein Philister. Dass die Philister ein Volk aus dem Bereich Nordostsee kamen, ist zwischenzeitlich durch DNA-Analysen der Universität für Zeitgeschichte in Jena gut dokumentiert. Doch hat er wirklich gelebt? 1979 wurden Ausgrabungen in Jericho durchgeführt. Dabei stieß man auf Kammern mit steinernen Gebeinurnen, die einst die Knochen der Toten enthielten. Viele trugen Inschriften mit vertrauten jüdischen Namen. Vier davon jedoch stießen hervor. Sie trugen fremde Namen, die von biblischen Feinden. Auf einer der Urnen stand der Name Goliath. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Mitglieder der Familie Goliath mindestens 2 Meter gemessen haben mussten. Für die damalige Zeit eine unvorstellbare Größe, betrug der Durchschnitt vieler Menschen doch nur etwa mehr als 1,50 Meter. Die Überreste stammen vermutlich aber nicht aus der Zeit von Goliath selbst, sondern aus der Zeit um Jesus Christus. Damit handelt es sich eher um Nachfahren seiner Familie. Den Namen Goliath finden wir im Jüdischen nicht, womit die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Nachfahren von Goliath handelt, von israelischen Wissenschaftlern angenommen wird. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass es sich bei den Geschichten im Alten Testament um Mythen handelt. Ebenso viele scheinen sich aber sicher zu sein, dass es sich um wahre Begebenheiten handelte. Laut Dodd existieren 5 vollkommen unterschiedliche Stufen der Lebensebenen, durch die jeder Mensch hindurch muss. Beim Erreichen der 5. Ebene durchleben wir eine Transformation und lassen das uns bisher bekannte Leben hinter uns. Diese Bewusstseinsebenen unterscheiden sich auch auf der körperlichen Ebene durch die Anzahl der Chromosomen. Die 1. Ebene menschlichen Bewusstseins besitzt 42 und 2 Chromosomen. Die 2. 44 und 2 Chromosomen, die 3. 46 und 2, die 4. 48 und 2 und die 5. besitzt 50 und 2 Chromosomen. Und jetzt wird es interessant. Jede Stufe dieses Bewusstseins unterscheidet sich auch durch die Körpergröße. In der 1. Ebene sind es 1,20 Meter bis 1,80 Meter. Auf der 2. Ebene 1,50 Meter bis 2,10 Meter. Bei der 3. Ebene kommen wir schon auf Größen von 3 bis 4,80 Meter. Man nennt sie auch die Größe des Christusbewusstseins. Auf der 4. Ebene geht es weiter mit 9 bis 10,50 Meter. Auf der 5. Ebene, die der vollkommenen Menschen, sind wir bei 15 bis 18 Metern. 52 Chromosomen hat also der vollkommene Mensch. Genau so viel, wie das Kartendeck Karten besitzt. Im Hebräischen maß der perfekte Mensch Metatron 16,50 Meter und war blau. In dem Hollywood-Streifen Avatar sind die Protagonisten ebenso blau und sehr groß. Das soll im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass wir uns aufgrund unserer Größe nicht weiterentwickeln können. Im Gegenteil. Durch Anhebung unseres Bewusstseins in die zum Beispiel 3. Ebene gehe ich davon aus, dass sich unser Körper allmählich anpasst und wir von Generation zu Generation größer werden, bis wir die Größe von 3 bis 4,80 Meter erreicht haben. Tatsächlich stellen wir ja auch fest, dass die Größe der europäischen Menschen sich in den letzten Jahrhunderten erheblich vergrößert hat. Laut den Erzählungen und Überlieferungen des Tod soll es selbst im ägyptischen Reich zu einer gravierenden Veränderung gekommen sein, bei der scheinbar Riesen eingesetzt wurden. Im Grunde waren alle Weltreligionen keine Polytheisten, denn in ihrer Grundform richtete sich alles auf eine Urquelle, einen Ursprung aus. Der eigentliche Sinn weniger Heiliger eskalierte im alten Ägypten, da jedes Gebiet anfing, ihre eigenen Götter zu bezeichnen. So gab es in Unterägypten ganz andere als in Oberägypten. Man wollte seitens Entitäten der höheren Bewusstseinsebenen die Dinger wieder zusammenführen, um das morphogenetische Feld, die Akasha-Chronik, wieder zu korrigieren und in Einklang zu bringen. So wird von Dodd überliefert, dass man dazu ein höheres Wesen in einen menschlichen Körper inkarnieren ließ, um diese Korrektur herbeizuführen. Dazu wählte man 2 Wesenheiten aus. Amenophis der 4., also Echnaton, und ebenso Nofretete. Amenophis. Klingelt da bei Ihnen auch etwas? Oder der ägyptische Begriff auf Gräbern, KRST, gesprochen Christos, gleich Christos, gleich Christus, gleich der Gesalbte.
So die Bedeutung im ägyptischen, wie auch später im christlichen Glauben. Echnaton und Nofretete zeugten auf irdischer Ebene ebenso Nachwuchs. Viele von uns kennen die Bilder von Echnaton, Nofretete und ihren Kindern mit ihren eigenartigen langgezogenen Hinterköpfen, schmalen Händen und Unterschenkeln. Eine Plastik im Museum in Kairo zeigt Echnaton mit einer Größe von 4,35 Meter. Man fand in Tell el Amarna, der zweiten Hauptstadt Ägyptens, zwei Särge. Bei einem der Särge war die Blume des Lebens eingeätzt. Im zweiten Sarg befanden sich die Gebeine eines siebenjährigen Jungen mit einer Größe von 2,40 Meter. Echnaton gilt als der erste wahre Pharao Ägyptens. Alle vor ihm galten als Könige. Nach seinem Tod betitelte man ihn, genau wie Jesus Christus, als Verbrecher. Echnaton wusste auch vorher bereits um sein Schicksal. Wie konnte er es wagen, sich gegen die Priesterschaft zu erheben und ihnen ihre Macht nehmen? Er installierte einen direkten Monotheismus aus dem Nichts. Das konnte nicht gut gehen. Doch warum tat er dies trotzdem, obwohl er scheiterte? Weil er nicht scheiterte. Es bedurfte im Grunde nur eine geringe Zeit der Veränderung, um dieses Christusbewusstsein in die Akasha-Chronik aufzunehmen. Die Erinnerungen an den heiligen Zweck dieses Bewusstseins musste für die Zukunft geschaffen werden. Er musste einen verirrten Weg korrigieren, um der Menschheit einen Rettungsanker zu übergeben, von dem sie noch in Jahrtausenden profitieren kann und überlebt. Wichtig wäre noch zu wissen, dass Echnaton eine Mysterienschule gründete. Diese Mysterienschule nannte sich Ägyptische Mysterienschule Echnatons, des Gesetz des Einen. Er hatte jedoch lediglich 17,5 Jahre Zeit zu unterrichten. Er brachte Mysterienschüler der Schule Linkes Auge des Horus und Rechtes Auge des Horus zusammen. Linkes Auge des Horus stellt die weiblichen Aspekte dar, Rechtes Auge des Horus die männlichen Aspekte. Laut den Überlieferungen von Thoth schaffte er es, rund 300 der Schüler zu Unsterblichen zu machen. Unsterblich nicht im Sinne des körperlichen Todes, sondern darüber hinaus in voller Erinnerung an das ganze Wissen. Diese 300 traten der Bruderschaft Tat bei und warteten von etwa 1350 vor Christus bis rund 500 nach Christus und traten dann in Masada in Israel zusammen. Dort schlossen sie sich zu einer Gruppierung mit dem Namen Essener zusammen. Noch heute gilt die Stadt Masada als Hauptstadt der Essener-Bewegung. Maria war eine dieser Essenerinnen und unsterblich. Ja, genau, die Maria, die Jesus, Jehoshua, zur Welt brachte. Durch die Geburt von Jesus sollte das spirituelle Bewusstsein einer sehr hohen Ebene wieder auf die Erde gebracht werden. Die ganze Geschichte in ausführlicherer Darstellung mit Bildern erfahren Sie etwas später im Kapitel »Rettete Echnaton unser Christusbewusstsein?« Sie können auch gerne kurz direkt zu diesem Kapitel springen, um anschließend an dieser Stelle weiterzulesen.